Hallo und willkommen zum zweiten Teil vom Winter Wonderland. Oder soll ich es vielleicht eher sagen, die Chibi Special Folge, Vorstellung, wie auch immer. Ja, ich habe es ja schon in der ersten Teil des Patches gesagt, dass ich einmal kurz alle Chibis vorstellen möchte. Den haben wir ja schon gesehen, den kleinen Kerle, unseren Allosaurus. Vielleicht mal Skin abpicken. Irritiert vielleicht ein bisschen. Mit seinem wirklich immens großen Schädel und dem viel zu dünnen Hals. So, das ist Nummer 1 von insgesamt 54 verschiedenen Chibis. Ja, 54, ihr habt richtig gehört. Und da würde ich mal sagen, fackel mal nicht lang rum, sondern gehen wir mal schnell durch. So. So, dieses flauschige kleine Tierchen kennt man vielleicht von den Genesis-Trailern. Das ist dieses riesengroße Jibboa, wenn es sich verwandelt hat. Sieht jetzt im Moment, finde ich, gerade gar nicht so großartig chibi aus. Relativ normale Proportionen. Ja, gut. Irgendwo, wo nicht so viel Gerümpel am Strand rumliegt. Ja, gut. So, natürlich, wenn es die böse Variante gibt, gibt es natürlich auch die niedliche Variante davon. Wenn sie es noch nicht verwandelt hat, das muss man jetzt nur wirklich sagen, das sieht schon ziemlich chibi aus mit diesem riesen Kopf und den noch riesigeren Ohren. Die sind ja beim Normalen schon relativ groß, aber ja, ich höre schon wieder, wenn unsere Mädels das sehen. Oh, ist das flauschig! Ich höre es schon, mich verfolgt schon. In meinen Träumen. Ja. So, man sieht auch schon jetzt, es sind auch bereits die Genesis-Kreaturen mit dabei. Nicht nur die, also die Chibis sind aus allen Stufen von Ark. Das heißt, The Island, Scorched Earth, Aberration, Extinction und Genesis. So, jetzt kommen wir schon zum altbekannten, den Ankylo. Der schon, boah, der sieht schon sehr chibi aus. Riesenkopf, Riesenschwanz, aber irgendwie knuffig. Und auch diese riesen Hörner nach unten, oh mein Gott. Es sieht irgendwie, boah, sehr falsch aus. Aber gut. So, dann unser guter alter Aventavis. Ja, die Flugviechchen fliegen auch. Da muss man natürlich sagen, da passt das natürlich auch, wenn man sich bewegt und so weiter, deutlich besser. Bei den Flugviechern. Naja, gut, bei dem jetzt nicht unbedingt. Das sah gerade ein bisschen strange aus, aber gut. Mit diesem riesen Kopf, den riesen Schnabel, sieht er nicht gerade sehr flauschig aus, muss ich sagen. Sieht er schon, der sieht schon richtig böse aus gegenüber den anderen. Also gegen den normalen Aventaris. Aber die Farben, ja, haben wir ja gesehen, das wechselt, was da auch immer da kommt. Also ich gehe jetzt mal hier relativ alphabetisch durch. Okay, bei dem kommt jetzt wieder mal ein Name. Ist wohl nicht bei allen. Ein Baryonyx. Boah, Alter! Der sieht einfach mal zusammengedrückt bis ohnegleichen aus. Also, boah, Junge. Der arme Baryonyx. Der sieht schon echt, boah, boah. Also du wirst garantiert nicht mein Liebling. Tut mir leid. Block Spider. Weiß noch nicht so richtig, was es sein soll. Ah. Das ist dieses Vieh aus Genesis, was man quasi als Rucksack trägt, was einen Blut abnuckelt und dafür kann man quasi einen auf Spider-Man machen. Das ist natürlich jetzt kleiner als das Original, würde ich mal behaupten. Ja, ist ja logisch. Aber der Kopf ist auch ein bisschen größer, also nicht so extrem chibi, wie man bei den anderen das denken würde.
So, ein Brontosaurus. Oh ja, recht unförmig, gut zusammengestaucht, richtig dicker Wanst, ein fetter Hals und der Kopf dann nicht mehr so groß. Ja, na Pummelchen. Und er ist grün, das würde Laura freuen. Ja, immer noch nicht schlimmer als der Bionix, finde ich. So, der, die Schildkröte, Carbonemis. Okay, also, da muss man sagen, das sieht schon wieder ein bisschen putzig aus mit diesem riesen Schädel, der quasi größer als der ganze Körper der Schildkröte ist. Das hat wiederum was, finde ich. Sieht aus wie, so ein bisschen wie eine Schnappschildkröte. Ziemlich schibi, aber naja, es geht noch, finde ich. Damit könnte man sogar mal rumreisen, finde ich. So, was haben wir noch? Ein Shibikano. Der hat garantiert einen riesen Schädel. Boah, ja. Also ein Kano hat ja sowieso schon immer einen tierischen Überbiss, aber das ist doch jetzt wohl echt zu viel des Guten. Also, boah. Imbebis. Ich merke das schon. Oh, armes Tierchen. Aber trotzdem, der war ja auch nichts schlimmer. Gut. Die Augen. Eieiei. Sieht fast aus wie ein Angler. Übrigens, Wassertiere gibt es nicht. Ein Biber. Ja, Castro ist. Ach du Herrgott. Das Ding sieht aus wie ein zusammengepresster Hamster. Also hier senkrecht nach oben einfach nur zusammengepresst. Oder wie ein Meerschweinchen. Ich weiß auch nicht so richtig. Also wenn das hinten nicht ganz so glatt wäre, sondern ein bisschen runder, könnte man sagen, ja, ein schöner runder Biber. Ist ja ganz plauschig, aber wow. Einfach mal so hier, als ob man ihn auf den Boden gesetzt hat und von oben kräftig gedrückt hat. Immer, ich bin ja für Tierschutz. So. Schippi. Ja, Ruf. Keine Ahnung, was uns jetzt erwartet. Ah, das ist der Magnasaurus, den wir ja schon im Trailer gesehen haben. Ja, gut, der Kopf ist ein bisschen groß, aber ansonsten sieht's doch ganz okay aus, finde ich. Nicht so extrem gepresst und ein riesen Schädel. Ja, das ist auch ein Tier, was man sich durchaus so als Pet hinterher laufen lassen könnte. Vielleicht leuchtet das im Dunkeln sogar noch. So, Denodon, das Heilschwein. Oh ja. Das sieht doch gar nicht schlecht aus, finde ich. Kopf ist ein bisschen größer. Das sieht richtig putzig aus. Riesengroße Augen, nicht so gepresst. Oh ja, das ist schön geworden, finde ich. Dadurch, dass die Schweine an sich nicht so schick sind, muss ich sagen, das ist gar nicht mal schlecht. So, der Dierwolf. Oh ja. Das Vieh fetzt auch. Riesenkopf. Und wenn es ist, der Hals nicht so dünne. Riesenpuschelschwanz. Nicht ganz so gequetscht, das geht. Ja. Das Vieh fetzt. Ja, natürlich die Bewegung. Na, vielleicht kommt da nochmal ein Patch, dass die Bewegung vielleicht noch ein bisschen passt. Was noch machen? Aber nö, der Wolf, der fetzt. Dödikoros. Der ist ja sowieso schon ziemlich rund. Haben sie aus dem gemacht? Oh Gott im Himmel. Eieieiei. Oh, der Schädel. Eieieiei. Auch eine schöne Farbe. Grau und grün. Oh mein Gott. Zum Glück sieht der Tierschutz das hoffentlich nicht so bald. Die Equos, unsere Pferdchen.
Ja, geht noch so. Das ist ein Zebra geworden. Und ein Sandfarben. Sehr interessante Farbkombination. Aber ja, das geht noch. Kleine Panka-Frisur. Halt nur großer Schädel, nicht so gequetscht. Ja. Ich würde jetzt nicht unbedingt einen Blumentopf gewinnen beim Schönheitspreis, aber es geht noch. Gasbeck. Oh, ich wette, das Ding ist gepresst wie sonst was. Oh mein Gott. Hier sehen wir, was passiert, wenn ein Gasbag ohne seinen Airbag volle Wucht gegen eine Wand kracht. Soll ich mal sagen, oder? Das sieht schon ein wenig. Oh, ja. Sehr seltsam aus. Und nicht wirklich schick. Warum muss das jetzt eigentlich rot regnen? Weiß immer, bei meinen Folgen regnen muss. Naja. So, Gigantosaurus. Oh je. Oh. Ja, gut. Hast zum Glück nicht gepresst. Der Schädel ist jetzt nicht übermäßig groß, wie ich es eigentlich erwartet habe. Sieht noch, ja, sieht fast aus wie ein Jungtier. Oh, der Schädel, nicht ganz so groß der Schädel war. Ja, geht so. Also bei dem, wenn man den so um sich daherlaufen lassen würde, würde gar nicht so toll auffallen. Gar nicht okay. Icantopithecus, der Affe. Sieht ein bisschen aus wie ein Bigfoot, jetzt aber wie ein richtiger Bigfoot. Oh je. Können wir das mal aufhören zu regnen? Wäre voll toll. Nämlich sackendunkel gerade. Ja, gut, also. Besonders niedlich ist er jetzt nicht, aber ist eigentlich okay. Könnte man auch mit sich rumschleppen. Iguanodon. Okay, dass das ein Iguanodon sein soll, ist schon. Muss man schon ein bisschen raten. Ja, gut, ich weiß, es ist auch dunkel. Aber trotzdem. Das ist schon ein bisschen schwieriger zu erraten. Schon recht unförmig. Und ein bisschen klein bin ich. Also das Iguanodon könnte ruhig ein bisschen größer noch sein. Ein Ticken. Nicht viel, aber ein Ticken. Kentrosaurus. Der ist bestimmt auch schön mit seinen ganzen Stacheln. Oh ja. Der fetzt. Riesige Stacheln. Größerer Kopf. Der hat doch eine schöne blaue Färbung gerade gekriegt. Joa. Den könnte man auch mal. Den kann man auch als Pet nehmen, dass er dann hinterher dabbelt. Das ist niedlich. So, was habe ich hier? Mammut. Berühmt-berüchtigte Taschenmammut. Ja. Ist auch okay. Nicht übertrieben, verunstaltet. Bisschen putzig. Ja, das Mammut ist okay. Das Mammut ist auch ganz gut. Ah, findet man noch was Schlimmeres als den Bionics? Megalania. Kletterechse. Ja. Zum Glück, wirklich, bei dem ist wirklich gut, dass das nicht gequetscht ist. Großer Schädel. Ja, das geht ja nicht auch noch. Also würde ich mir auch hinterher laufen lassen. Megalania. Hat auch was. Der Megalocerus müsste ein Männchen sein, glaube. Aber Weibchen gibt es da nämlich nicht. Also definitiv. Boah, das hat eine richtig schöne Farbe gekriegt. Nicht. Also das Geweih ist definitiv. Ja. Guckt euch das an.
Das ist das Originalgeweih mit einem kleinen Elch drunter. Boah. Nee, Freunde, definitiv nicht. Und erst recht nicht mit so einer Farbe. Megatherium, das Riesenfaultier. Ach du Gott. Da muss man auch erstmal drauf kommen. Sieht so ein bisschen aus wie Yoda gerade, finde ich. Nur mit Fell. Eieieiei. Du Wildcard. Ey, ja, das ist richtig wunderschön grün. Das sieht wirklich aus wie Yoda ein bisschen. Naja, passt ja. Heute hat Star Wars angefangen. Ja, heute ist der 18. Und daher. Yoda ist mit mir. Kann ja nichts mehr schief gehen. Die Chibi-Rollrad. Unser Viechlein aus Aberration. Oh mein Gott. Au. Aber das ist auch schon ganz hart am Bionics dran, finde ich. Es ist doch mehr so eine laufende Wurst. Das Kinn. Boah. Du bist, ja. Also, tut mir leid, also dich würde ich nicht in der Meer laufen lassen. Tut mir ja leid, aber. Komm her, den Moshops. Boah, ja, der Blick. Der Blick sagt doch alles, oder? Danke, lieber Entwickler, dass ihr mich so verunstaltet habt. Wenn ich euch in die Finger kriege, dann fresse ich euch mit meinem riesen Schädel auf, würde ich mal sagen, oder? Eieiei, der arme Moshops. Oviraptoren. Oh ja. Sieht zwar eher aus wie ein Terrorbird mit dem Schnabel, aber der ist putzig. Den finde ich schon wieder ein bisschen putziger. Den könnte ich mir vielleicht auch noch so vorstellen, hinter einem herlaufen zu lassen. Oder? Ja. Oder dunkel. Keine Ahnung. Ja, der ging auch noch. Ein Paratzer. Garantiert. Das guckt so schon immer so schön. Ach du. Oi. Ja. Der Hals ist ein wenig zu kurz geraten. Tut mir leid. Dich würde ich definitiv auch nicht mitnehmen. Ja, guck nicht so fies. Tut mir leid. Ein Para. Ach komm, Para haben es doch bestimmt niedlich gemacht. Naja, niedlich würde ich das jetzt nicht bezeichnen. Unten das Kinn ist ein bisschen, das sieht sehr. Guckt auch wieder so zu verkniffen. Ja, ging aber auch noch. Weil das hat einen ziemlich tiefen Gang. Ja. Also ein Gremlin oder sowas würde es noch durchgehen. Aber wohl eher nicht. Mein Favorit. Biomia. Kleines, dickes Schweinchen. Oh ja, das Fiumia ginge. Würde ich mal sagen, oder? Ah, ich muss mal kurz Tür zu machen. Ist ein bisschen laut gerade. Vielleicht hat man es jetzt auch schon im Hintergrund leicht gehört. Und um es zu verhindern, dass man es weiterhört. Hey. So, ja, Fiumia, definitiv, das könnte ich mir auch noch vorstellen. So, Phönix, ein sehr seltenes Tierchen. Oh ja. Phönix ist ganz gut geworden, finde ich. Gut, er brennt nicht so wie das Original. So vielleicht auch nicht, aber ja, der ist ganz. Guckt zwar ein bisschen böse, aber. Sieht auch nicht schlecht aus. Wäre auch so ein Tierchen, was ich nehmen würde. Känguru. Unser Prokopto da unten. Ach Gottchen.
Am Hals ist da irgendwas Komisches, keine Ahnung. Da ist wohl irgendwas an der Grafik. Bisschen seltsam. Ja, also. Ich weiß ja nicht. Sieht auch ein wenig seltsam aus. Tetranodon. Oh ja, ist relativ original, bisschen großer Kopf, aber ansonsten, ja, den könnte man ja sich herflattern lassen. Wir schon gerade bei Fliegern sind, immer noch gleich den Quetzel hinterher. Okay, dich dann schon wieder nicht mehr. Also jeder Ansatz, wo der Hals in den Körper geht, ist ja, da ist die Grafik doch ein bisschen. Ach, und der Schädel. Boah, nee. Nee, Quetzi. Tut mir leid, sonst mag ich dich ja, aber. Nee. So, Pulmus Scorpius. Unser lieber Riesenskorpion. Ach du Gott. Der fällt wieder in die Rubrik plattgepresst von zwei Seiten. Dicht sich natürlich permanent selber. Na gut, muss ich mal so rustisch veranlagt. Nee, also Freunde, nicht, wenn er nicht ganz so gequetscht wäre, dann wäre er auch noch ganz schnucklig, aber so sieht es doch ein bisschen seltsam aus. Dieses extrem gequetschte. Das habt ihr euch nicht gut überlegt, liebe Wildcard. So, Raptor, einer meiner Lieblingstiere. Oh je, auch sehr kurz geraten, der Kleine, in der Länge. Aber dafür vom Kopf, vom Gesicht her, ja, putzig. Ein bisschen zumindest. Hat auch eine schöne Farbe, der hier. Schwarz mit weißen Spitzen. Gut, da brauchst du nicht ganz so schick, aber naja, gut. Ja. Den würde ich auch noch nehmen. So, ein Reaper. Und wieder auf Aberration gelandet. Ja, der sieht jetzt nicht besonders anders aus als ein normaler Reaper. Das müsste eine Reaper Queen sein, wenn ich es gerade richtig sehe. So an der Schwanzspitze. Ich glaube, das ist eine Reaper Queen. Sei dass der Kopf ein bisschen größer ist, aber viel. Ist nicht. Ja, relativ original, den könnte man da hinterherlaufen lassen. Wobei ich sagen muss, man sieht es ja, wie er ein bisschen über dem Boden hovert. Wie der jetzt also immer so ein bisschen nach oben geht und so wackelt. Das ist, naja. Ein kleines bisschen mehr Liebe zu Detail, bitte Studio Wildcard. Ein Rex, der hat doch garantiert einen riesen Schädel. Oh ja, der Wanz schleift fast auf den Boden. Dort sieht ein riesen Grin guckender Schädel. Er guckt schon so verschlagen. Dreh dich um und ich beiß dir die Füße ab. Eieiei. Nee, nicht unbedingt. Aber nehmen wir uns langsam ein Ende. Rockdrake. Unsere Lieblinge aus Aberration. Och ja, das geht eigentlich. Die sehen schon relativ aus wie Babys nur. Ein größerer Kopf. Rest ein bisschen stummlich. Nicht gequetscht auf jeden Fall, sind wir schon mal gut. Den können wir nachher herlaufen. Dann denken wir weiter, denkt man ab, das muss ein Baby. So, nach dem Rock Drake kommt der Rock Golem. Und Scorched Earth jetzt mal wieder. Das ist ein Rubber Golem. Ja, keine Ahnung. Ja, der geht eigentlich auch noch. Der ist auch noch ganz. Naja, putzig will ich jetzt nicht sagen. Ein Stein kann ja nicht wirklich putzig sein, aber. Da muss man sich auch nicht schämen, finde ich. Ja, der geht auch. So, der Sabertooth. Ich bin ja nicht so der Katzenfan, aber mal jetzt abgesehen von der seltsamen Färbung, die ginge auch. So wie der Wolf, sagen wir es mal so. Recht putzig, ja. Hat was. Die könnte man auch mit sich rumschleppen. Ein Schäflein, unser Ovis. Oh, ach, oh Gott, das sieht doch aus wie das siebte Schaf der Hölle.
Dunkelrot und blaue Hörner und dazu diese Augen. Oh mein Gott. Warte drauf, dass Lucifer ja gleich um die Ecke kommt und sein Haustier wieder haben will. Eieieiei. Aber, ja, das könnte man echt mitnehmen. So wie das guckt, da erschrecken sich die Leute. Was hat das vor, das Schaf? So, und zwar Schneeäule von. Ach, muss gar keine Namen geben. Ja, wäre auch. Okay, dass das den Kiefer so komisch wackelt, während das Oberkörper ist ein bisschen seltsam. Ansonsten geht sie auch noch. Oder? Ja, die könnte man auch mit sich rumtragen. So. Dino. Ja. Sieht eigentlich auch relativ wie ein Baby aus. Zwei Beinen, ja. Spino wäre okay. Sieht es nicht besonders putzig aus, finde ich. Da guckt er ein bisschen zu grimmig für. Aber wäre noch okay. Könnte man auch noch mitnehmen. Der Stego. Ja. Großer Kopf, kleine Schuppen. Ah, man sieht, er ist ziemlich gepresst. Die Schwanzspitzen sehen sehr, sehr dünn aus. Also gerade von der Seite guckt, die sind sehr dünn. Aber im Großen und Ganzen, ja, könnte man den auch ruhig mit sich rumschleppen, finde ich. Ging auch. Tapejara. Oh, sogar gleich mal eine schöne Färbung erwischt, muss ich sagen, ja. Also, sagen wir mal, wie beim Petranodon, relativ nah am Original, nicht so übertrieben. Ja, den könnte man auch mit sich rumnehmen. Definitiv, der ist sogar sehr schön gefärbt, muss ich sagen. Terrorbird. Ist zwar ein Vogel, aber kann nicht fliegen. Oh ja, gucke mal. Der kleine Fetzt. Ist auch wieder so schön böse. Ja, der ginge. Ein Terrorvögelchen, das ginge. Definitiv. So, ein Terrizino. Da waren ja schon die Babys immer sehr skurril. Ja, und genauso sehen natürlich jetzt auch das Chibi-Tierchen aus. Wobei der Kopf gar nicht so groß ist, wie ich jetzt erwartet hätte. Na gut, aber sind die Hände um einiges größer. Also gerade die Hände mit den Klauen. Aber im Großen und Ganzen könnte man den, finde ich, auch noch nehmen. So, Tyrakoleo, das nächste Kätzlein auf unserer Liste. Man sieht auch hier grelle Farben, definitiv möglich bei den Tieren. Gar nicht, wie ob man die Farben vielleicht sogar noch nachträglich per Cheatbefehl verändern könnte. Anvisieren könnte schwierig werden. Ja, sieht ganz putzig aus, könnte man nehmen. Bei der Färbung jetzt vielleicht nicht unbedingt, wer auf Katzen steht. Warum nicht? Ein Trike. Oh ja, das Taschentrike. Das fetzt. Ist zwar auch wieder sehr gepresst, aber mit dem Kopf und dem Schild, das sieht gut, das sieht lustig aus. Joa, der hätte auch was. Den würde ich mir auch mit hertabbeln lassen. Ein Volirino. Naja, recht unspektakulär, finde ich. Sieht es nicht unbedingt besonders hässlich aus, aber. Ja, oder schickst du es auch nicht unbedingt? Ein Weibern. Oh ja. Also ein Weibern, das hat was. Ein großer Kopf, kurzer Hals. Ja. Die kann man definitiv mitnehmen. Und zum Schluss ein Juti.
dass die Schädel bei den meisten Viren so komisch verzogen immer sind, ein bisschen schon. Ansonsten von der Größe her, ja, ist okay. Ein bisschen komisch, finde ich. Man gerade, dass der Hals so nach hinten, also ja, der Schädel so nach hinten gedrückt ist, das sieht ein bisschen komisch aus. Aber ja, trotzdem könnte man ihn definitiv auch noch mitnehmen. Jo. So, das war schon mal eine halbe Stunde. Die andere Folge ist auch fast eine halbe Stunde gegangen. Und ja, 54 Stück. Man kann man noch beide sammeln. Und aber ich bleib dabei. Der ist und bleibt der Schlimmste. Ich glaube, ich würde ihn sogar nehmen, einfach weil er so grausig aussieht. Einfach nur weil. Genau deswegen. Weil er. Boah. Boah. So, ja. Mal gucken, ob Studio Biker da noch mal was nachlegt. Zumindest vielleicht noch ein bisschen die Bewegung, vielleicht noch ein kleines bisschen verbessert. Und ich sag mal so, die werden jetzt nur während Weihnachten entstehen. Das heißt, jetzt nach Weihnachten werden alle damit rumlaufen und danach wird es wieder weniger werden. Ja, in diesem Sinne würde ich mal sagen, ich hoffe, euch hat diese kleine Vorstellung im Schnelldurchlauf mal gefallen. Und ihr habt schon mal gesehen, was sich vielleicht lohnt zu farmen und was definitiv nicht sich lohnt. In diesem Sinne, ja, noch ein schönes restliches Weihnachten. Man hört sich. Ciao.